Ja, hallo zusammen. Es gibt wieder ein kleines 10-Minuten-Video. Und zwar diesmal, fand ich ganz nett, eine Abonnentin, die Annette, die hat mir bestimmt 40 Fotos geschickt. Und eins fand ich da so toll davon, dass ich mir dachte, das passt eigentlich, das ist relativ simpel. Man betone das Wort relativ. Ich weiß, dass das für viele von euch gar nicht simpel ist. Und eigentlich sollte ich das ja bleiben lassen, das zu sagen. Aber ich kann es mir manchmal einfach nicht verkneifen. Also, gut, also es ist, sagen wir mal, ein machbares Motiv. Und die Vorlage dafür findet ihr wieder auf meiner Homepage. Könnt ihr euch runterladen, kostenlos, ausdrucken, vergrößern, verkleinern, wie ihr es wollt. Ich finde, dass das für dieses Format diesmal ein sehr ansprechendes Motiv ist. Ich glaube, wenn man das größer macht, wirkt es gar nicht unbedingt besser. Und ich habe schon mal die Malvorlage habe ich hier schon fertig. Und diesmal werde ich die mal klassischerweise wieder mit Kohlepapier übertragen. Kohlepapier kennt ihr vielleicht von früher noch, diejenigen von euch, die eine Schreibmaschine kennen, kennen es sicherlich. Das Kohlepapier lege ich so drauf, dass die abfärbende Schicht nach unten ist. Und dann muss ich mal gucken, wo ich jetzt hier mein Schaf positioniere. Ich möchte es nicht zu weit unten, aber auch nicht zu weit oben haben. Und es soll ein bisschen rechts von der Bildmitte sein, weil es ein bisschen langweilig aussieht, wenn es genau in der Mitte ist. Dann nimmt man sich einfach einen Stift, man kann im Prinzip auch einen Nagel oder irgendwas nehmen, und drückt einfach kräftig drauf und dadurch drückt sich das Kohlepapier durch und dann habe ich dann gleich alles wunderbar auf meinen Malgrund. So, das Verfahren kennt ihr vielleicht schon, deswegen möchte ich jetzt das Video damit nicht unnötig lange machen. Ich mache eine kurze Pause. So, ich wäre soweit fertig. Wenn ihr jetzt aber prüfen wollt, ob ihr wirklich alles abgezeichnet habt, dann nehmt ihr einfach das Bild und das Papier, haltet das auf der Leinwand unten fest, damit es nicht verrutschen kann, schlagt es kurz hoch und dann seht ihr, aha, es ist fast alles drauf, nur da hinten habe ich einen Strich vergessen, tatsächlich. Also ich zeige es nochmal langsam. Etwas hektisch wieder. Da fehlt ein Strich. Hier nämlich von dem Bein von dem Schaf. So, und jetzt habe ich alles übertragen. Gut. Dann wenden wir uns zu, was wir heute brauchen. Und zwar an Pinseln brauchen wir. Ich möchte es halt wirklich simpel halten und das alles gerne mit diesem einen Katzenzungenpinsel malen. Das ist ein Nummer 6 Katzenzungenpinsel, könnte aber auch mit einem Nummer 4 gehen, vielleicht auch mit einem Nummer 8, weil, wie ich mittlerweile schon öfters gesagt habe, die Breiten der Pinsel stimmen nicht unbedingt immer mit den Angaben auf dem Schaft hier überein. So, an Farben brauchen wir, eigentlich sieht es ja nach wenig aus, aber es sind doch ein paar mehr, weil ich es mir diesmal nämlich einfach mache. Normal würde ich mir diese dunkle Farbe ja mischen, aber diesmal nehme ich schwarz, weil ich das Schwarz auch brauche, um hier dieses Schattengrün zu mischen. Also ich könnte es auch anders mischen, aber so ist es für euch als Anfänger halt wesentlich einfacher. Dann habe ich ein Cadmium, ach Entschuldigung, dann habe ich Kylinblau, Cadmiumrot, Cadmiumgelb und natürlich Titanweiß. Gut, und das sind die Farben, mit denen ich jetzt arbeiten werde. Ich fange mal mit dem Himmel an. Den setze ich jetzt ein bisschen höher als in dem Fall, den setze ich ungefähr hier an. Der Himmel ist ungefähr das oberste Drittel und dafür nehme ich einfach Weiß und mische dazu ein wenig Kylinblau und dann habe ich meinen Himmel schon, meine Himmelsfarbe. So, also ungefähr hier soll der Himmel zu Ende sein. Wenn ihr jetzt sehr aufmerksam gewesen seid und meine Videos kennt, dann seht ihr, dass ich gerade eben was vergessen habe. Ich habe nämlich vergessen, den Pinsel im Wasser anzufeuchten, damit die Farbe da drauf nicht so fest trocknet, habe ich jetzt vergessen. Gut. Mit dem Katzenzungenpinsel, weil der vorne so halbrund ist, kann man natürlich wunderschön so runde Formen nachgehen und das ist einfach, es ist nicht ganz simpel, aber es ist halt einfacher, als wenn ich einen Flachpinsel nehmen würde. So. Und diesmal nehme ich keinen Borstenpinsel, weil, wie gesagt, ich heute einfach mal den Anspruch habe, ich würde gerne mal das ganze Bild nur mit einem Pinsel malen. Bin mal gespannt, ob das klappt.
So, damit haben wir den Himmel schon fertig. Dann wenden wir uns dem Grase zu. Und das wird, ihr seht, ich mache den Pinsel hier nur trocken sauber, weil ich mit dem Blau jetzt weiterarbeiten werde. Ich nehme einfach ein Gelb und gebe ein bisschen was von dem Kylinblau dazu. Und habe damit die Farbe schon, die ich haben möchte. Und ich hell jetzt aber nochmal deutlich mit Weiß auf. Und da muss ja noch mehr Gelb rein. Wie man hier sieht, ist die Farbe sehr gelblastig. Auch viel mit Weiß habe ich da gearbeitet. So, ich würde sagen, das ist ungefähr die Farbe hier. Und dann trage ich die Farbe hier auf. Pinselhaltung ist wie immer so mehr in der Mitte, locker. So vorne halte ich den Pinsel sehr, sehr, sehr selten. Das werdet ihr bei mir fast nie sehen. Es gibt mir so ein bisschen mehr Freiheiten bei der Pinselführung. Das hat natürlich auch mit meinem Stil was zu tun, dass ich halt insgesamt eher frei male und nicht so perfektionistisch. Ihr kennt ja die Stories, wenn ich hier mit einem Spitzpinsel unterwegs bin, dann wird es immer meistens ziemlich lustig. Ich nehme hier jetzt mal reines Weiß, möchte hier hinten genau wie da diese hellere Stelle haben. Arbeite hier rein und ihr seht auch, dass ich hier so ein bisschen nach oben das habe auslaufen lassen, mache ich auch. Das soll so die Andeutung von Büschen sein, die da hinten irgendwie vielleicht sind. Keine Ahnung. So, das kann ja mit dem Finger noch so ein bisschen nacharbeiten. Das soll nur eine Andeutung sein, mir nicht. So. Gut, dann machen wir hier weiter. Muss man hier ein bisschen vorsichtiger arbeiten. Aber ihr seht, selbst da verlasse ich nicht die Pinselhaltung. Also selbst bei diesen pingeligen Sachen hier halte ich den Pinsel noch relativ weit hinten und reguliere das eher dadurch, wie ich den Pinsel drehe. Ja, damit kann man halt auch viele Effekte erzeugen. Dass hier unten jetzt noch eine dunkle Farbe dazukommt, das ist für mich jetzt erstmal nicht so wichtig. Das mache ich gleich, die lege ich dann einfach drüber. Das ist sehr unproblematisch. Seht, wie ich, also was jetzt nicht sehen könnt, dass ich den Pinsel zum Teil drücke, damit er ein bisschen mehr Farbe abgibt. Wie zum Beispiel hier, dann drücke ich ihn, dass er die letzte Farbe nur abgibt, weil so viel ist jetzt auch nicht mehr drauf. So, und dann haben wir auch schon erstaunlicherweise den Vordergrund auch schon fertig. Also ich habe gestern auch ein anderes Blau hergenommen, aber ich wollte es euch jetzt euch einfacher machen, damit ihr nicht so viel Farben kaufen müsst. So, und wenn ich jetzt hier mit Weiß drüber gehe, nehme ich so auf den Pinsel und gehe dann mit dem Pinsel einfach so von links nach rechts. Nicht von oben nach unten, weil sonst kriegt er nicht diesen Effekt hin. So, und dann ist es hinten ein bisschen heller. Vorne machen wir es jetzt gleich mit dem Schatten dunkler. Da gehe ich jetzt auch in die nasse Farbe rein. Und zwar nehme ich mir da einfach Schwarz mit Gelb. Das ist das, was die meisten Leute immer so ein bisschen schockt. Schwarz mit Gelb, das gibt Grün. Ja, tatsächlich, es gibt Grün. So, und da habe ich jetzt eine ganz nette Schattenfarbe. Ich kann ihn nur ein bisschen dunkler machen. Das kann man mit dem Schwarz sehr gut steuern, indem man dann einfach mehr Schwarz dazu gibt. Es gibt so einen ganz angenehmen Olivton. Und da habe ich dann festgestellt, wenn man diesen Pinsel nimmt und den so auftupft, dann gibt es halt diesen tollen Graseffekt. Ja, seht ihr hier? Vielleicht seht ihr es. Ich mach so etwas näher. Das sind so wie so senkrechte Striche. Das habe ich ja dadurch erzeugt, indem ich den Pinsel so tupfe. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Schatten ungefähr ist. So. Hier ist er. Ist jetzt nicht ganz so dunkel wie da, aber das finde ich jetzt alles nicht so schlimm. Das liegt auch daran, weil ich halt gestern dann ins Trockene reingemalt habe, nicht wie hier ins Nasse. So. Vielleicht gebe ich noch ein ganz klein wenig Kylinblau dazu. Dann unten, also da gehe ich so mit dem Pinsel von rechts nach links, weil es diese Andeutung vom Gras soll nur im oberen Teil sein. So.
Okay, dann haben wir den Teil auch schon fertig. Jetzt mache ich den Pinsel nass sauber. Bisher habe ich ihn ja nur trocken sauber gemacht. Und mische mir jetzt ein Grau. Und dafür brauchen wir das Rot. Weil, also theoretisch könnte ich natürlich jetzt auch Schwarz mit Weiß mischen. Aber ich finde, es gibt einfach nicht so ein lebendiges Grau, als wenn ich hier jetzt Kylinblau nehme und das mit Rot mische. Das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit, so ein schönes Grau hinzukriegen. Und damit mache ich jetzt die ganzen dunkleren Stellen. Also hier, ups, das ist ein bisschen zu dunkel, muss ich etwas aufhellen. Gebe einfach Weiß dazu, dann passt das schon. So, bitte. Und dann habe ich hier halt einen sehr schönen Grau-Blau-Ton. Ihr seht auch hier, dass ich damit Grau mit Kylinblau nochmal nachgemalt habe. Das ist halt der Gag bei diesem. Motiv. So, dann habe ich hier noch so dunkle Stellen. Hier unten das Schwänzchen ist noch ein bisschen dunkel. Das werden wir eh nur mit Schwarz nacharbeiten. Und natürlich hier die ganze Seite des Schädels hier, die ist im Dunkeln. Außer da unten ist eine helle Stelle, die lasse ich jetzt auch frei. So, hier noch. Da werden wir gleich mit Schwarzen dazwischen gehen. Und dann haben wir diesen Teil und dann gehe ich jetzt einfach mit Weiß da rein. Vielleicht gebe ich noch ein ganz klein wenig Rot dazu. Jetzt habe ich, das wird jetzt nicht heller, wenn ich noch viel Weiß dazu gebe. Deswegen mache ich einfach den folgenden Trick. Ich nehme die Farbe, die ich hier auf dem Pinsel habe und gebe dazu Weiß dazu. Und wenn ich es dann mische, dann seht ihr, kriege ich ein helleres Grau als hier. So, damit mache ich jetzt die helleren Stellen. Das ist hier oben. Muss ich sogar noch heller machen. Immer noch ein bisschen zu dunkel. Hier geht es so ganz leicht runter. Dann hier noch. Hier noch. Hier so die große Bauchfläche. Oh, da habe ich vergessen, hier dunkel zu machen. Das mache ich dann gleich. Hier hinten noch. Hier noch. Gerade mal gucken, genau, habe ich alle Stellen? Jawohl. Dann brauche ich nur mal kurz dieses dunklere hier, weil hier ist von den Läufen, muss ich mal neu anmischen. Da von den Läufen habe ich vergessen, hier einen Schatten reinzumachen. Gut. Da, ups, das ist ein bisschen zu hell. Gut, das sieht doch schon ganz nett aus hier. So, dann hier noch kurz ein bisschen heller runterziehen an der Vorderseite der Läufe und jetzt kommt schon das Schwarz zum Einsatz. Mache ich den Pinsel nur so sauber, weil das Schwarz ist ja voll deckend, da brauche ich mir jetzt keine Mühe geben. Dann habe ich hier mit dem Schwänzchen hier, das ist ganz schwarz. Dann ist hier so ein dreieckiger schwarzer Schatten, den seht ihr dann auch auf der Vorlage. Geht es natürlich in die nasse Farbe rein, von daher deckt es jetzt nicht so perfekt. Dann sind die Hinterläufe und die Vorderläufe natürlich auch alle schwarz. So, man könnte es vielleicht auch mit dem Spitzpinsel machen, aber ich muss es nicht. So, dann ist hier diese dunklen Stellen, die mache ich jetzt alle nochmal schwarz. Da geht es so rum. So, okay, und jetzt ist nur noch die Schnauze dran. Und jetzt sind wir schon fast mit dem Schäfchen fertig. Das sind hier also zwei kleine Falten im Fell. Das Ohr hier.
Eine Schicht ist ja noch ein bisschen dunkler hier. Gefällt es mir noch nicht. Es deckt nicht so ganz, merke ich. Warum auch immer. Müssen wir mal drüber gehen. Das hält jetzt nur unnötig auf. Aber ist halt so. So, okay. Und jetzt kommt der oberste Teil und dann haben wir das schon. Also ihr seht, es ist diesmal wirklich ein absolut fixes Motiv. Dann nehme ich mir ein bisschen was von dieser Farbe, dass es nicht ganz weiß ist, weil ich gleich nur mit reinem Weiß drüber gehe und mache dann hier die Stellen. Also hier seht ihr, dass hier oben noch Licht drauf ist und hier unten ist auch ganz wichtig, diese kleine Stelle, die müssen wir auch noch hell kriegen. Und dann hier hinten ist auch noch so eine Reflexion. So, das heißt, es geht hier hoch. Hier so rüber. Aber ich muss mal das ein bisschen schräg machen, weil ich einfach nichts sehe. Dann zieht sich am Bauch das so ein bisschen runter. Gucken, dass ich hier den schwarzen Strich hier wegkriege von meinem Kohlepapier. Hier hinten geht es auch runter. Dann ist es hier noch ein bisschen heller. Und hier hinten auch eine kleine Reflexion. So. Und jetzt noch diese helle Stelle, von der ich eben gesprochen habe, hier vorne. Dann nehme ich jetzt nochmal reines Weiß. Okay, weiter geht's mit reinem Weiß. Ne, Moment, hier ist nur. Hier habe ich nur vergessen auszumalen. Kannst du was sehen? So. Und jetzt nehme ich halt reines Weiß. Wie ich es vorhin auch schon hier bei der Wiese hergenommen habe, richtig dick und fett. Und legt es halt hier nochmal so drüber, in dem oberen Bereich, da wo die Sonne halt drauf fällt. Das hat einen einfachen Grund, weil ich damit den Kontrast zu diesem Himmel erhöhe. So. Das gleiche mache ich jetzt hier vorne, aber dann eben nicht so ablegen, sondern mache ich einen dünnen Strich hier. Ja, seht ihr? Sieht echt cool aus. Gefällt mir noch nicht so. Mal gucken, dass ich auch alle Stellen schön gemacht habe. Ja, und damit ist das Schaf im Prinzip schon fertig. Und jetzt kommt halt der Mega-Trick halt. Ich mache den Pinsel jetzt mal sauber und werde jetzt mit Kylinblau einfach nicht ganz zufällig, aber mit purem Kylinblau nochmal hier den Schatten so ein bisschen Kühle verpassen. So ein bisschen kühler wirken. Vielleicht ein ganz klein wenig Weiß dazu. Damit habe ich diesen besonderen Effekt hier erzeugt. Man sieht, dass es dem ganzen Bild nochmal so ein bisschen Pep gibt. Kann ich dann hier nochmal das Schulterblatt andeuten oder hier hinten. Das hier, da war es auch noch so eine dunkle Stelle. Tja. Und ich würde sagen, das Bild ist fertig. Kurz und knackig. Also wer jetzt möchte, der kann natürlich nur einiges an den Bildern ergänzen. Ihr könnt also zum Beispiel im Hintergrund noch ein paar Pfosten ergänzen von irgendwelchen, keine Ahnung, Feldern, Zäunen, Pfosten. Ja, Zäune meinte ich natürlich. Und also das bleibt euch überlassen, was ihr da machen wollt. Schon wieder hier am Rumspielen. Kann man hier zum Beispiel noch so rüber, kann es ja mal andeuten, und dann nehme ich jetzt mal das pure Schwarz. Dann könnte ich jetzt hier noch zum Beispiel sowas andeuten. Ne? Sehr simpel, überhaupt keine Arbeit. Also man kann tatsächlich mit dem
Katzenzungenpinsel, ähnlich wie mit dem Flachpinsel, dünne Linien ziehen. Die sind aber relativ kurz, weil der vorne einfach nicht so viel Farbe aufnimmt. So, also, ne? Und da das Licht relativ von oben kommt, kann man hier halt noch wieder ein dunkles Grün anmischen. Also das Video ist jetzt fertig, ne? Offiziell ist das Video fertig, ich spiele jetzt nur noch. Und kann dann hier nur so Schatten andeuten, die so vielleicht leicht nach links gehen, weil das bei dem Schaf hier auch so ist. Da kann ich jetzt auch nochmal hingehen und könnte rein theoretisch hier die Schatten auch noch ein bisschen tiefer machen. So, wenn man das möchte. Ja, gibt halt viele Möglichkeiten, wie man da, was man da noch machen kann. So, okay. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmalen und ja, vielleicht habt ihr auch nette Fotos oder eine Idee, einen Wunsch, was ich malen soll für euch. Dann schreibt es doch bitte einfach unten in die Kommentare rein. Ich schaue es mir an und schaue einfach mal, vielleicht geht's ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Habt Spaß beim Malen.